Guten Morgen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich aus meinem Bett. Ja, dafür bin ich hier von meinen ganzen Sachen stören. Ich bin gerade aufgestanden. Ja, und wir haben es 9:30. Und also ich bin schon seit 7 wach, aber ich dachte mir, ich vlogge erst jetzt, weil ich habe gerade ganz plötzlich ein Video geschnitten. Schaut mal, es ist fertig gerade und es speichert gerade und dann wird es online kommen, ich glaube, nächste Woche irgendwann. Ja, das ist ein Vlog übrigens. Und ja, heute kommt eine Morgenroutine von mir, nicht von mir, von Mel und Jaden. Und ja, weil Lennox ist ja nicht mehr da. Und ich hoffe, euch hat's, also euch gefällt es. Und ja, ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit den Morgen, wie ich das halt gleich so mache mit den Kleinen, weil eine Morgenroutine gewünscht wurde und ich dachte mir, machen wir das mal. Und ja, ich bin jetzt wie gesagt gerade aufgestanden, also ich bin schon länger wach, aber ich filme jetzt und ja, danach geht es für mich auch gleich ans Anziehen und fertig machen. Ich lege meine Klamotten immer schon abends raus und ja, die Klamotten für die Kleinen, die suche ich mir gleich immer raus. Das finde ich immer ganz toll, weil ich liebe so die Kleinen anzuziehen. Das finde ich super schön. Ja, ich habe auch heute total Lust, Jaden was richtig, richtig Schönes und Kuscheliges anzuziehen und der Mel auch. Bei Mel weiß ich noch gar nicht. Ich glaube, ich liebe ihr Outfit so sehr. Ich glaube, ich will sie gar nicht umziehen. Ja, aber wir machen das auf jeden Fall und natürlich werden die Kleinen auch gefüttert, das muss natürlich auch sein. Windel wird gewechselt und ja, ich würde sagen, wir schauen gleich mal, ob die überhaupt schon wach sind, weil noch höre ich nichts. So, schauen wir mal, ob die Kleinen schon wach sind. Ich habe schon das Stillkissen bereitgelegt, dass ich die gleich hinlegen kann. Oh, hallo! Kleinen Mausis. Guten Morgen. Kleine Mel. Mausi. So, können wir sie schon mal aufdecken hier. Können sie sich ein bisschen ans Aufstehen gewöhnen, meine Kleinen. Auch hier sind meine Klamotten. Wie ich sagte, ich lege mir meine Klamotten immer schon zurecht abends. So, dann holen wir mal die Jalousie auf. So ein bisschen Tageslicht. Oh, da grüßt uns schon jemand. Miki. Mal wärmen wir die Heizung aus. Die ist ganz warm. Und dann Fenster auf. Und dann gucken wir mal, was die Kleinen anziehen. Schein wird immer rosa, ne? Schaut mal. Schon ganz schön viel rosa hier.
So, was ziehen die Kleinen an? Das ist die Frage. Eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine schwere. Das lasse ich jetzt so stehen, weil ich muss ja gleich die anderen Klamotten wieder rein tun. So, würde ich sagen, machen wir uns mal ans Umziehen. Ich glaube, das mache ich ja wieder auf dem Bett, weil. Ja. Ich würde sagen, fangen wir einfach mit Jaden mal an. Den Schlafanzug bekommt Jane nur heute Abend wieder an. Schlafanzüge, finde ich, muss man nicht jeden Tag wechseln. Diesen Body so süß. Sieht der schon so knuffig aus. Prinz, du. So. Hose an. Nackedei. Oh, ihre Füße sind so toll.
Schlafanzüge für heute Abend. So. Hier sind die kleinen Mäusis. Die bekommen jetzt gleich noch was zu essen. Und dann sind wir auch schon fertig. Dann geht's noch an mich. Ich habe mir gerade schon die Haare gekämmt und werde mich gleich mal anziehen. Das mache ich jetzt. Ich habe erstmal nur mein T-Shirt gewechselt, weil ich noch so lange im Bett bleibe gleich, dass ich keine Lust habe, jetzt in Dings rumzulaufen, in Jogginghose, in Jeanshose. Und dann ziehe ich heute auch noch meine coolste Hose an, die ich habe. Ich zeige sie euch mal. Die hat einfach runter viele Löcher. Und das ist richtig unbequem. Und ich hasse Sachen, die unbequem sind. Und dann in meinem Bett, das will ich nicht. Deswegen bin ich jetzt noch so im Schlabberlook. Ja. Gut, dann meine Haare aufgekämmt, dann gehe ich gleich was essen. Und die Kleinen werden jetzt, glaube ich. Oh, es ist so süß. Die werde ich jetzt gleich mal wieder ins Bettchen bringen. Oh, ich soll seine Decke drehen. Ich soll ihn wegräumen. Mein Prinzessin-Mädchen. Oh, sie ist so süß. Schnucke. So, Flasche ist fertig. Muss ich jetzt noch was da reinmachen? Wie ist das, ein Knickohr? Du hast ein Knickohr. So, nee, geh ab jetzt. Felix! Auch mal probieren. Geh ab, Felix. Geh ab. Felix! Pfui!
So, mein Lieben, und das war auch schon unsere Morgenroutine. Ja, mehr werde ich jetzt nicht mehr machen. Und die Kleinen werden jetzt noch ein bisschen schlafen, denke ich mal. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal.